Plastik aus Überraschungseiern am Nordseestrand. Angeschwemmt nach der Havarie eines Containerschiffes vor Langeoog 2017. Gemahlen zu Granulat werden einige Plastikeier wiederverwendet. In einem Meeresporträt der Künstlerin Swantje Günzel. Ein romantisches Bild, zugleich ein Spiegelbild, in dem das Naturwesen Mensch vor sich selbst erschrecken kann. Es ist ja so ein bisschen eigenwillig, wie wir auch Natur betrachten und wie stark wir noch versuchen, uns an so romantisch verklärten Sehnsuchtbildern festzuhalten, selbst wenn wir am Strand sitzen und mitten zwischen Plastikmüll sitzen. Das ist ein Zustand, der ist erschütternd und da müssen wir irgendwie eine Lösung für finden. Hier sind ein paar der Plastikrevolutionäre zu Hause. Bei der Firma Werner und Merz in Mainz. Bekannt für Putzmittel der Marke Frosch. In der Müllverbrennungsanlage gegenüber verglüht Plastik aus dem gelben Sack. Für Unternehmer Reinhard Schneider ein Unding, eine Mega-Verschwendung. Ich denke, dass riesige Mengen und auch hohe Prozentanteile des gelben Sackmaterials sinnvoll genutzt werden kann. In unserem Fall ja sogar abgecycelt werden kann bis zur lebensmitteltauglichen Verpackung. Die Erkenntnis, dass man sich diese Mühe machen muss und auch die vorübergehenden Mehrkosten tragen muss, die, ja, vor der scheuen manche noch zurück. Schneider scheut keinen Aufwand. Er hat eine Mission, möglichst viel Müll im Kreislauf halten. Denn anders als viele Verbraucher glauben, landet immer noch ein Großteil des gelben Sackinhalts in der Verbrennung, der Biotonne oder direkt in der Umwelt. Das muss doch nicht sein, meint Schneider. Wie es anders geht, mache seine Firma vor, im hauseigenen Verpackungswerk. Mehr als 100 Millionen Flaschen stellen sie hier jedes Jahr her. Für Reinigungsmittel. Laut Schneider wären sie aber auch für Mineralwasser geeignet. Der Rohstoff kommt auch aus dem gelben Sack. Recyclat heißt dieser Stoff und sieht aus wie bei jedem anderen Hersteller. Doch in diesen Körnchen steckt kein Tropfen neues Öl. Alles war vorher schon mal Kunststoff. Und aus den Körnchen werden Förmlinge. Ja, diese sogenannten Präförmlinge bestehen aus 100% Recyclat. Das heißt 20% aus dem gelben Sack und die anderen 80% von Getränkeflaschen, Coca-Cola-Flaschen, Pfandflaschen, die geschreddert werden, wenn sie nicht mehr im Kreislauf geführt werden können. Die Wiederverwertung der Cola-Pfandflaschen ist keine Kunst. Flaschen aus zurückgegebenen Flaschen machen, das können viele. Das Besondere ist der Rest. Das Zeug aus dem gelben Sack. Dessen Anteil an seinen Behältern, 20%, ist für Schneider noch lange nicht das Maximum. Also wir könnten technisch ohne weiteres bis 50% aus dem gelben Sack nehmen, sogar mehr. Aber das ist letztlich eine Kostenfrage, wie weit wir das in unserer Kalkulation verkraften können. Aber das, wenn viele andere mitmachen, wird deutlich günstiger werden, sodass wir dann große Mengen aus dem gelben Sack nehmen können. Verpackungsmüll aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne landet zum Beispiel hier. Eine Sammel- und Sortieranlage der Firma Alpla nahe Mainz. Der Knackpunkt für Schneiders großen Recyclingplan ist die Sortierung. Als Material für neue Flaschen wird möglichst reiner Stoff gebraucht, zum Beispiel unvermischtes PET. Schneider setzt dabei auf Feinsortierung mit einem Hightech-Laser, der Material besonders sauber unterscheiden kann. Wirtschaftlich wird dieses Verfahren erst, wenn möglichst viele Firmen ihre Verpackungen aus Recyclat herstellen. Doch die Industrie steht auf der Bremse, kein Wunder. Plastikherstellung aus frischem Öl, das ist ein Milliardengeschäft, immer noch, trotz aktuellem EU-Verbot von Einmalprodukten. Die Plastikproduktion steigt enorm und immer weiter. Bis 2050 rechnet man allein in Europa mit 1,1 Milliarden Tonnen, ein Vielfaches der heutigen Menge. Der Löwenanteil? Verpackungsmaterial. Längst nicht alles landet später korrekt in der Entsorgung. Zu neuen Verpackungen gar werden nach Schätzungen nur wenige Prozent. Die Recyclatrevolution von Reinhard Schneider braucht noch viele Mitstreiter.
Doch die sind schwer zu finden. Der Verbandschef der großen Plastikhersteller macht klar, Verpackungen aus möglichst viel Rezyklat, nette Idee eines Vorreiters, dass die Großen der Branche da einsteigen, unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es scheu ist. Es ist ein ganz anderes Geschäftsgebiet für die Kunststoffindustrie. Die Kunststofferzeuger sind in der Regel sehr große, international tätige Unternehmen. Die Recycler entwickeln sich lokal und regional eigentlich als klein- und mittelständische Unternehmen heraus. Das heißt, eine ganz andere Welt. Ja, ich denke auch, dass dort sehr viele Unternehmen beteiligt sind, die ein wichtiges Geschäft darin sehen, neues Plastik herstellen zu können. Wenn man das macht, was wir vorschlagen, fällt das weg. Das heißt, es braucht keine Neuplastikherstellung, es braucht auch keine Plastikunternehmen mehr. Es braucht nur eine Sortierung und Umformung des schon bestehenden Plastiks. Das heißt, denen würden große Teile des Geschäftes auch wegfallen. Nur noch Sortierung und Umformung. Trotzdem kann Verpackungsmüll in der Umwelt landen. Die Künstlerin Svantje Günzel macht das sichtbar. Für eine Kunstperformance hat sie in Thessaloniki Verpackungsmüll gesammelt, nur um ihn wenige Meter weiter auf der Promenade wieder fallen zu lassen. Die Reaktionen der Passanten auf den künstlerischen Kreislauf? Verwunderung, Unmut, Wut. Wir sind mehrfach gehauen worden. Also die Oma, die man hier sah, was ja so ein bisschen witzig aussieht, die hat richtig doll zugeschlagen. Also die war richtig sauer. Aber wir waren wirklich am Anfang komplett überrollt davon, was da auf uns eingeprasselt ist. Und zwar nicht nur in Thessaloniki, sondern auch an anderen Orten, auch in Dänemark, auch in Deutschland. Überall liegt so viel Müll in der Landschaft, wo jeder weiß, dass er da nicht hingehört. Wir sind nicht müllmündig, also wir sind unmündig, mit Müll umzugehen. Und leider ist das die Tragik. Weniger Verpackung, freiwillig. Darauf setzt die Politik gegenüber Verbrauchern wie Industrie. Jetzt kommen höhere Recyclingquoten für gesammeltes Plastik. Produkte mit mehr Rezyklatanteil will das neue Verpackungsgesetz fördern, will aus altem Plastik mehr Neues machen. Darauf aufpassen soll das zentrale Verpackungsregister, ganz ohne Verbote. Der Markt soll es weiterrichten. Schlechter recycelbare Verpackungen oder solche mit weniger Rezyklatanteil sollen mit höheren Entsorgungskosten belegt werden. Es wird teurer. Wenn deine Verpackung nicht recyclingfähig ist und kein Rezyklat enthält, dann wird die in Zukunft teurer. Also wenn er jetzt bislang 10 Millionen gezahlt hat, zahlt er vielleicht 12 Millionen. Und insofern, da denkt er darüber nach, ob er seine Verpackung ändern kann. Vor allem der Handel werde bald Verpackungen mit deutlich höherem Rezyklatanteil fordern, so die Hoffnung. Hoffen auf ein Umdenken, auf eine Vernunft des Marktes. Bringt das die gelbe Tonne endlich ganz groß raus? Ihr Erfinder hat da Zweifel. Klaus Töpfer war Umweltminister vor 25 Jahren und hat damals auch auf die Einsicht der Wirtschaft gesetzt. Wie das dann hinterher von der Wirtschaft umgesetzt wird, wer herangezogen wird und wer sie drücken kann, das sollte man in der Wirtschaft so weit wie irgend möglich selbst lösen. Heute bedauert er, nicht härter durchgegriffen zu haben. Nehmen Sie ein ganz konkretes Beispiel. Wir wollten die deutschen Mineralwasserflaschen normieren. Denn dann ist natürlich ein Wiederverwerten ganz anders möglich, mit ganz anderen ökologischen Kosten, etwa des Transports. War absolut nicht möglich, weil es viele gab, die über die Form der Flasche wiederum ihr Markenzeichen für das Wasser haben. Und so haben wir vielfältige und damit auch im Wiederverwerten eher schwierige Produkte bekommen. Und so gibt es viele Dinge, wo man sagen kann, das ist noch nicht da, wo es hin muss. Was ist also die Konsequenz? Lassen sich Hersteller und Handel überhaupt zwingen? Es gibt mittlerweile Staaten, in denen Kunststoffverbote gelten. Zum Beispiel Ruanda, ein autokratisch geführtes kleines Land in Ostafrika. Die Einfuhr von Plastik ist nicht erlaubt. Am Grenzübergang wird kontrolliert und umgepackt. Klare Vorgaben statt Freiwilligkeit. Politikveteran Töpfer legt nahe, vielleicht ist auch bei uns die Zeit gekommen.
am Ende des Tages war es immer notwendig, dass auch staatliche Regelungen geschaffen wurden. Kein Mensch wird das in vielen anderen Bereichen auch nur in Frage stellen. Ich glaube, das Abwarten, bis der Letzte mitgeht, führt nur dazu, dass man nicht handelt. Abwarten, das will Swantje Günzel auf keinen Fall. Und wenn du zwischendurch, wenn es dir zu schwer wird, musst du dann sofort abladen, ne? Die Künstlerin handelt auf ihre Weise. Ja, es ist so ein bisschen breit. Oder meinst du, weil das da so rauspuschelt? Ja. Swantje Günzel will das Bigotte im Umgang mit dem Kunststoff auf ein Foto bannen. Wir dürfen zuschauen, wie ein gemeinschaftliches Kunstwerk entsteht. Plötzlich kommt eine Idee ins Spiel. Wie ist es mit den Händen? Sind die okay so? Super. Sehr gut. Super. Perfekt. Und jetzt versuch nochmal die Madonna raushängen zu lassen, dass du nochmal so ganz stolz. Ja. Das ist wirklich krass, was das jetzt für eine Madonna-Anmutung hat. Das ist wahnsinnig. Das hat irgendwas Sakrales. Ist das hier zu dünn? Oh. Die Sternfrucht fällt? Bananen. Achso, die Bananen. Da kommt jetzt natürlich der interessante Aspekt dieses Heiligen, vielleicht sogar Sakralen, sehr Skulpturalen, aber auch sehr Reinen, eben mit etwas, was zwar nach außen, also Plastik wirkt ja erstmal sauber und hygienisch und eben rein, aber ist es ja letztendlich nicht, wenn wir damit so umgehen, wie wir damit umgehen. Und darum hat es eben jetzt diese Anmutung, die dann den Bruch ergibt. Plastikkunst. Sie wird zum Kick für das Bewusstsein. Also ich versuche selbst im Alltag total auf Plastik zu verzichten. Also es ist total schwierig, gerade wenn man Sachen haben möchte, wenn man irgendwie kochen möchte, die es nicht jeden Tag gibt, ne, dann ist es total schwierig, auf Plastik zu verzichten. Deswegen gehe ich, soweit es geht, auf den Markt. Aber selbst da bekommst du ja, wenn du deine eigenen Taschen nicht dabei hast, Plastiktüten für das unverpackte Obst oder Gemüse, ne, was du kaufst. Das ist schon irgendwie immer noch komisch, dass das so gar nicht aus den Köpfen rausgeht. Das finde ich total absurd. Weniger Plastik. Das geht, wenn man nur will. So wie Jana Walus. In ihrem Hamburger Supermarkt setzt die Edeka-Einzelhändlerin auf wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel. Der Kunde kann sich die Äpfel einpacken wie früher in der Plastiktüte und nimmt diese zur Kasse und vorne wird's gewogen. Einfach, ja eigentlich banal. Auch an Umverpackungen ist hier auf einmal deutlich weniger zu sehen. Der Hygienenimbus der Plastikverpackungen beginnt allmählich zu schwinden. Verpackt ist auch heute noch in vielen Köpfen der Kunden immer noch ein Vorteil, weil das Denken des Endverbrauchers ist, dass die Ware einfach hygienischer ist. Ich sehe das nicht so vom Prozess, vom Acker bis zu dem im Handel. Die Ware wird ständig auch gepackt, gelegt und bevor man die Ware verzehrt, wäscht man sie ja so oder so. Die Bio-Gurke in Plastik ist hier Geschichte. Gerade bei Bio-Ware war der Widerspruch greifbar. Laseraufschriften und einfache Label statt umfangreicher Plastikumverpackungen reichen meist, sagt der Edeka-Konzernsprecher Rolf Lange. Bei Edeka-Eigenprodukten jedenfalls sind neue Lösungen möglich. Wir sparen rund 50 Tonnen Plastik alleine durch diese Lasertechnik im Jahr ein. Doch das ist nur ein Anfang. Ein paar Regalecken weiter zeigt sich dagegen, dass der Wettbewerb im Markt ständig neue Aufmachungen hervorbringt. Nicht nur bei Getränken explodiert die Verpackungsvielfalt. Eindämmen der Verpackungsflut, Fehlanzeige. Ja, Plastik in Plastik. Ja, also die Herausforderung ist eigentlich die, dass in einem typischen Edeka-Markt 75% der Verpackungen von der Markenartikelindustrie kommen. Die haben wir gar nicht im Griff, da können wir gar keinen Einfluss nehmen, sondern das muss halt der Industriepartner selber entscheiden, was er dort macht. Haben dort, Sie wirklich keinen Einfluss darauf? Nein, wir dürfen noch nicht mal den Barcode oder ähnliches auf so ein Produkt verändern. Edeka, Deutschlands größter Einzelhändler, hat etwa beim weltweiten Anbieter Nestlé nur rund 1% Marktanteil, so Rolf Lange. Zu wenig, um bessere Verpackungen durchzusetzen. Bequemlichkeit, schneller Zugriff und damit viel Plastik dominieren die Selbstbedienungsbereiche. Gut 60% des Plastikmülls sind Verpackungen. Nur kurz genutzt, aber Jahrhunderte haltbar. Ein grotesker Widerspruch.
Doch immer mehr Supermärkte bieten Alternativen an. An der Käse- und Wursttheke setzt Jana Wahlos in ihrem Edeka-Markt nun auf Pfanddosen, die hier professionell gereinigt und wiederverwendet werden. So hält das oft belächelte Unverpackt-Prinzip Einzug bei Deutschlands größtem Einzelhändler. Wir haben das mal zusammen hochgerechnet. Also wir sind so bei 250 Schalen die Woche, die wir dann schon einmal wechseln die Woche und die der Kunde uns wiederbringt. Und es ist auch von den Verpackungen her war das mal ganz interessant, dass wir geschaut haben, was sparen wir dadurch ein. Das ist natürlich die Frischhaltefolie, das ist natürlich die Tüte oder auch noch eine Zusatztüte, wo es reingepackt wird. Und da waren wir schon bei 6000 Verpackungen von Oktober bis heute. Inzwischen sind es schon wieder ein paar mehr. Die eingesparte Menge ist noch überschaubar. Und für manches Produkt wird es ohne Einwegverpackungen nicht gehen. Aber müssen Wurst- und Käseverpackungen unbedingt so langlebig sein? Jahrhundertelang halten, bis sie sich zersetzen? Wissenschaftler im brandenburgischen Schwarzheide meinen, nein. Sie forschen an einem biobasierten Kunststoff. Lebensmittelfolien vom Feld. Aus Mais. Wir entwickeln hier eine Folie aus einem Material, das, wenn es als Folie vorliegt, die gleichen Eigenschaften haben soll wie die gängigen Polyethylenfolien, die man so kennt. Mais enthält viel Stärke. Diese Stärke wird umgewandelt in Zucker. Die Zucker bekommen Mikroben als Nahrung, die als Stoffwechselprodukt Bernsteinsäure haben. Das ist das Ausgangsmaterial für diese Polybernsteinsäure. Mais-Monokulturen sind ökologisch problematisch. Aber Plastikgranulat lässt sich aus fast allem Pflanzlichen herstellen, meinen jedenfalls die Forscher. Das können Holzmaterialien sein, das können Stroh oder ähnliche Materialien sein, Gärreste aus Biogasanlagen. Also alle pflanzlichen Stoffe, die Zucker oder Zellulose, sprich auch Holz, enthalten, können genutzt werden, um diese Materialien herzustellen. Was in meiner Biotonne landet zu Hause, das könnten Sie zu Plastik machen? Zumindest die Teile, die nicht in Biogasanlagen verrotten und dann zu Gas werden, können dann, also die Gärreste, können genutzt werden, um daraus Biokunststoffe herzustellen. Der Clou an Büsses Maisfolie ist auch, dass sie kürzer lebt als eine Folie aus Öl. Jedenfalls unter bestimmten Umständen. Die Forscher simulieren das in einer Art Brutkasten. Ergebnis: Für die Biotonne zersetzt sich Bioplastik zwar immer noch zu langsam, gehört deswegen nicht dort hinein. Aber sollte es in die Umwelt gelangen, dann liegt es da wenigstens nicht jahrhundertelang. Denken Sie an Opas Schreibtisch. Seit 100 Jahren steht das Erbstück im Wohnzimmer und nichts kommt dran. Stellen Sie das Möbelstück mal 2 Jahre in den Wald, dann finden Sie das nicht wieder, dann ist es verrottet. So, und bei Kunststoffen ist es eben ganz genauso. Die Zeit oder die Frist, in der diese Materialien abbauen, hängt sehr stark von den Umgebungsbedingungen ab. Gerade wenn natürliche Umgebungen da sind mit Sauerstoff und mit Feuchtigkeit, dann hat man einen schnellen Abbau dieser Materialien. Und dann kann man eine Folie innerhalb von wenigen Monaten als aufgelöst bezeichnen. Aber kann die Biofolie wirklich das gleiche wie die herkömmliche? Stresstest im Labor. Es geht um die Reißfestigkeit. Bis vor kurzem galten auch hohe Temperaturen als Problem. Noch nicht ganz gelöst ist die Wasserdurchlässigkeit der Biofolie. Aber den Reißtest besteht sie ohne Probleme. Ein vielversprechender Lösungsansatz gegen die Plastikpest. So, man kann es erkennen, ne? Ich ziehe die Folien auch mit einer gewissen Kraft, aber die sind stabil und halten. Man muss da keine Angst haben, dass man die Kartoffeln auf dem Parkplatz aufsammeln muss. Das funktioniert. Und die Politik, fördert die sie genug? Die Förderung von abbaubaren Kunststoffen findet in der deutschen Forschungslandschaft nur zu einem sehr geringen Anteil statt. Warum, ist mir nicht ganz erklärlich. Und wir brauchen aber eine
deutlich verstärkte Förderung in diesem Bereich, um dem Thema Müll, Kunststoffmüll in der Umwelt Herr zu werden. Hallöchen. Eine Galerie in Hamburg. Guten Tag, Herr Holthoff. Politische Konzeptkunst wie die Plastikwerke Svante Günzels muss sich bei den Galeristen neben reiner Ästhetik behaupten. Aber auch harte Botschaften müssen nicht hässlich sein, können durchaus schillern. Wie diese Scholle, die einen glitzernden Mantel aus Plastik trägt. So viel Meeresvögel oder Fische und Wale und andere Meeresbewohner haben ja inzwischen schon Plastik verschluckt und verenden daran. Und der Fisch trägt es jetzt nun auf der Haut. Aber es macht es damit ja noch mal sichtbarer. Aber letztendlich ist es ja eben genau dieser Spiegel. Also es ist die Welt, die wir jetzt so verändert haben, dass die Fauna eben nicht mehr in ihren natürlichen Zustand zurückkommt, sondern eben durchsetzt ist von Plastik und plastifiziert an der Oberfläche, im Inneren, auf dem Meeresboden, im Wasser. Das ist normalerweise der Staat, der ganz klar sagt, so Leute, wir müssen hier was ändern. Und das tun wir jetzt. Also wir geben euch nicht die Möglichkeit zu entscheiden, was ihr tut, sondern ihr Konsument, sondern zack. Ich glaube, der Mensch wird manchmal überschätzt in seinen Fähigkeiten, Dinge schnell zu ändern. Dass Plastik massenhaft ins Meer gelangt, ist mittlerweile bekannt. Aber der größte Teil stammt gar nicht aus Verpackungsmüll, dem sogenannten Makroplastik. Es ist ein viel feinerer Stoff, Mikroplastik. Wenn man generell den Mikroplastik mit dem Makroplastik vergleicht, ist es ein Unterschied von 70% Mikroplastikeintrag in der Umwelt und 30% des Makroplastiks. Und von diesem Mikroplastikanteil macht der Reifenabrieb einen enorm großen Anteil aus. Vielleicht können wir es nicht sehen, weil wir das Problem nicht so gut verstehen wie die Bilder im Meer, wo die Tiere verenden. Man sieht den Reifen, Autoreifen sieht man nicht verenden. Man merkt es vielleicht nur alle 3 Jahre, wenn man mal einen neuen Winterreifen oder einen neuen Sommerreifen braucht. Vielleicht ist das, oder vielleicht wollen wir es nicht sehen. Weil es was ist, auf das wir absolut nicht verzichten wollen. Oder wo der Mehrkostenaufwand für Reifen, die deutlich weniger Abrieb haben, die es auch schon gibt, zu groß für den jeweils Einzelnen ist, um das zu akzeptieren und diesen Aufwand in Kauf zu nehmen. Mikroplastik, weiß Steven Engler und sein Forschungsteam, ist überall. In unserer Luft, in unseren Wäldern, im Arktiseis und auf unseren Feldern. Und so selbst in unserem Essen. Das Problem oder die Herausforderung bei Mikroplastik ist, dass es halt nicht komplett rausgefiltert werden kann und dann über Niederschlagsmengen, zum Beispiel der Reifenabrieb, wieder ins Trinkwasser, wie auch immer, in gewissen Mengen am System vorbei in unsere Kreisläufe kommt oder in Tierkreisläufe kommt und dass wir es letztendlich am Schluss wieder zu uns nehmen können. Ich glaube, das ist das größte wahrgenommene Problem am Mikroplastik und dass es sich halt einfach, wie gesagt, nicht auflöst, sondern es ist da. An Mikroplastik in Tier- und Menschenmägen sind aber nicht nur Autoreifen schuld, sondern fast jeder, der Kleidung trägt. Viele Klamotten sind pure Plastikschleudern. Zum Beispiel dieser unschuldig aussehende Pullover. Das ist ein Vlies aus Polyethylenterephthalat, also aus Polyester. Und dieses Vlies wird speziell hergestellt, es wird aufgeraut. Und bei diesem Aufrauprozess wird die Oberflächenstruktur beschädigt. Und das steht halt im Verdacht, sehr viel Partikel freizusetzen. Ja, so ein Textil verliert bis zu 5-20% von Masse im Laufe des Tragens und Waschens. Und das findet man am Ende als Mikroplastik im Meer wieder? Das könnte man, zumindest geht es in die Kläranlage. Und da wird der überwiegende Teil dann tatsächlich zurückgehalten. Aber ein Teil davon steht im Verdacht, in die Umwelt zu gelangen. Aber welches Textil setzt wie viel Mikroplastik frei? Wie groß sind diese Abriebfasern? Und wie lässt sich verhindern, dass sie im Meer landen? Das wollen die Forscher an der Technischen Universität Dresden herausbekommen. Bekannt ist bisher, dass Waschwasser einen großen Anteil hat am Mikroplastik im Meer. Zu den Mikroplastikquellen gehören Reifenabriebe und die Fasern aus synthetischer Kleidung. Die viel diskutierten Kosmetika spielen noch immer eine beachtliche, aber deutlich geringere Rolle.
Ein Fließpullover kann im Laufe seiner Nutzung bis zu 20% Gewicht verlieren. Ein Extremfall. Aber Polyester steckt fast überall. In Stretch-Jeans, Sportkleidung und. Wir haben uns daran gewöhnt, denken nicht weiter über die Folgen nach. Und können es auch nicht mal ebenso ersetzen. Würde man den Bedarf an Textilien, so wie wir ihn jetzt haben, über Baumwolle zum Beispiel versuchen zu kontrollieren, dann so viel Flächen haben wir gar nicht zur Verfügung. Dafür ist der Wasserverbrauch auch viel zu hoch. Wenn man sieht, Polyester verbraucht pro Kilogramm 100 Milliliter, vielleicht einen Liter an Wasser, während Baumwolle bis zu 20.000 Liter pro Kilogramm verbraucht. Mikroplastikfasern landen also bisher unweigerlich in Kläranlagen. Was dort passiert, simulieren die Forscher im Modell. Sehr gute Anlagen filtern 90-99% Plastikfasern heraus, gebunden im Klärschlamm. Klingt viel, ist den Forschern aber zu wenig. Weltweit im Jahr produzieren wir 55 Millionen Tonnen Polyester. Allein in Deutschland haben wir mehrere tausend Tonnen Polyesterpartikel, die wir über die Wäsche dann in die Umwelt eintragen, in die Kläranlage bringen. Und selbst wenn man davon 90 oder 99% wieder rausnimmt, sind das noch erhebliche Mengen, die trotzdem in die Umwelt kommen können. Der Schlamm aus den echten Kläranlagen wird verbrannt oder kommt als Dünger auf die Felder, inklusive Plastikteilchen. Nicht gut. Die Lösung muss also woanders liegen. Man könnte sich auch überlegen, erstmal Recycling, dass man Polyester besser recycelt und in Textilien verwendet oder auf biobasierte, auch synthetisch hergestellte, aber biobasierte Stoffe zu gehen, die dann eine höhere biologische Abbaubarkeit haben. Selbst wenn sie nicht zurückgewonnen werden, dann aber in der Umwelt abgebaut werden können. Pullover aus Biopolyester. Auch daran wird schon geforscht, nicht nur in Deutschland. Im Kampf gegen Mikroplastik steckt auch eine Chance. Wer früh bei neuen Verfahren oder Produkten einsteigt, kann wirtschaftlich erfolgreich werden, Trendsetter sein. Plastik hängt an uns wie ein menschlicher Makel, den wir nicht wieder loswerden. Swantje Günzel führt es uns vor Augen. Aber es gibt genug Lösungsansätze, um das Problem wenigstens nicht noch zu verschlimmern. Ich fürchte fast, dass eine kunststofffreie Welt so nicht mehr möglich ist. Aber ich war wirklich erstaunt, gerade am Anfang, dass man durch ganz wenige Schritte oder ganz wenige Dinge, die man dann bedient, schon so unglaublich viel Müll einsparen kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man radikal auf Zero Waste geht. Natürlich ist das schön, wenn wir irgendwann mal da ankämen, dass man sich solche Fragen gar nicht mehr stellen muss. Aber es ist doch erstaunlich zu sehen, wie viel man schon mit wenig erreichen kann. Mehr Recycling ist möglich. Kluge Alternativprodukte sind möglich. So mancher Verzicht kostet noch nicht einmal Lebensqualität. Da kann sie doch kommen. Die Plastikrevolution.